Spotify 22 Bauer bei My Sport, My Story. Ja, und gerade eingetroffen hier in der WM-Halle zum WTB-Tennisturnier, zum ersten Masters-Turnier. Hier Alexander Oerler. Ja, der Alexander ist einer der Gesetzten hier. Relativ viel Geld, im Topf sind 13.600 Euro und für den Sieger 4.000, das ist ein tolles Preisgeld. Ja, ist eine super Sache, weil es gibt ja diesmal für den zweiten Platz gibt es ja auch schon was. 4.000 Euro ist echt richtig, richtig geil, ja. Weißt du deine Gegner schon? Ja, ich spiele gegen einen Jan Neuburger Higby. Ja, es sind tolle Gegner hier. Mick Feldherr, Daniel Banz, also Lena Hampel, also richtig gute Leute. Ja, genau, der Branz Daniel, der war ja schon mal unter die ersten 50, hat gegen einen Federer gewonnen. Und der Mick und der Lenny sowieso. Und der Mick hat jetzt auch vor 2-3 Wochen in Griechenland der Future gewonnen. Ich werde auf jeden Fall alles geben. Und dann freue ich mich aufs Turnier. Zweiten Finalist für morgen, den Alexander Oerler. Das war jetzt ein richtiges, hartes, umkämpftes Match. Ja, genau, es war sehr, sehr hart gegen den Mick. Im ersten Satz war eigentlich chancenlos bis zum 2-6, 1-2. Und dann bin ich einfach dran geblieben, habe halt immer gefightet, jeden Punkt. Und dann habe ich das irgendwie getraut, aber es war echt knapp und bin froh, dass ich gewonnen habe und dass ich morgen noch mal spielen kann da in Seefeld herum. Deine Aufschlagqualität, ist dir heute zugute gekommen? Ja klar, ich muss sagen, im ersten Satz habe ich nicht so gut serviert, aber dann habe ich mich gesteigert und das war gut, ja. Morgen einen harten Gegner, den Daniel Branz. Kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns. Wir haben schon mal in Gramsach gegeneinander gespielt, vor 2-3 Jahren. Und da habe ich verloren, leider. Aber ja, schauen wir mal morgen, ja, wie es ausgeht. Ja, wir wünschen dir morgen viel Erfolg. Und MySport, MyStory wird berichten von diesem Finale. Und wir wünschen Alexander Oerler toi, toi, toi. Danke, bis morgen. Ja, und ein ganz lockeres Einspielen zwischen Alexander Oerler und Oana Simeon, die heute hier das Finale spielen in Seefeld um den 13.600 Euro Preisgeldtopf, wo Damen und Herren jeweils 4.000 Euro hier im Gesamtsieg gewinnen können. Ja, und der Alexander Oerler ist sehr motiviert und spielt gerade mit Oana Simeone ein und das wird ein sehr, sehr interessantes Match heute um 11 Uhr hier in der WM-Halle in Seefeld. Alex, du hast jetzt hier im WTP-Finale in Seefeld gespielt und hast leider gegen den Daniel Branz verloren. Ihr habt in 3 Sätzen hart gekämpft. Wie war das Match für dich? Ja, ich habe 5-7, 6-4, 5-7 verloren. Es war ein super Match teilweise. Es war halt dann leider ein bisschen bitter am Ende, aber so ist es halt da herum. Und ja. Ihr kennt euch ja auch vom Trainieren, hat der Daniel uns gestern erzählt. Hat dir das ein bisschen geholfen, ihn besser einzuschätzen? Nein, eigentlich nicht, weil der hat teilweise super gespielt und ja, hab nicht viel machen können dann am Ende, aber es war trotzdem eng und es war trotzdem eine coole Woche, ja. Und wie sind jetzt deine Pläne fürs Jahr 2020? Also ich starte am 20. Jänner mit Nussloch in Deutschland mit der Future und mein Ziel ist Ende des Jahres, dass ich unter die ersten 300 bin. Und ja. Dann wünschen wir dir viel Erfolg und viel Glück und vielleicht sehen wir dich nächstes Jahr hier wieder. Ja, gerne, danke.